Hallo und willkommen bei Meyers TV auf meinem Kanal und hier Einzelfallhilfe, wie immer, gerade, derzeit. Thema Teil 6, Betreuung bei Mobbing. Jo, lese ich mal wieder vor. Mobbing ist ein Wort, das sehr leicht ausgesprochen wird. Aber was ist Mobbing? Mobbing ist zum Beispiel Menschen zu ärgern, auszuschließen oder ständig zu bedrängen, weil sie vielleicht viel klüger sind als man selbst, zu dick sind, also körperliches Erscheinen, eine schrille Stimme haben, homosexuell sind, bi, schwul, sonst was, was es nicht alles gibt, Transsexuelle, oder anderer Herkunft sind. Klar und deutlich. Die Betreuung beim Mobbing ist erstmal rauszufinden, warum diese Person gemobbt wird. Ist sie vielleicht mit dran schuld, indem sie die Person immer stört, stiehlt oder sonstiges macht und dadurch ausgeschlossen und beschimpft wird. Oder auch angegriffen wird. Oder liegt es daran, weil sie einfach anders ist. Durch Körpergewicht, Sexualität oder Intelligenz. Man muss die Probleme erkennen, besprechen und versuchen, sie auf dem besten Weg zu lösen. Viel Zuspruch und Ruhe braucht man da. Von Einzelfallhelfer-Seite zu der Person. Toleranz sollte man auch besitzen. Wenn man rechts ist, sollte man nicht unbedingt einen Araber nehmen, weil ich weiß nicht, wie hoch da die Toleranz ist. Sehr schwer. Beim Mobbing sollte viel auf die Hobbys geachtet werden, denn diese stärken die betroffene Person im Selbstbewusstsein. Und man sollte versuchen, ohne die Persönlichkeit zu ändern. Die Schwächen zu den eigenen Stärken umzuwandeln. Wenn da ein guter Weg gefunden ist, ist dies eine perfekte Zusammenarbeit. Ja, das war zu dem Thema. Nächstes Thema ist Betreuung im Alltag, das ist dann Teil 7. Ja, Teil 7. Ja, bis dahin noch viel Spaß. Tschüss.